Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Regnum. Es ist momentan viel los hier. Ich kann leider nicht mehr weiterleveln. Ja, ich habe einfach zu wenige Monster Spawns für mich. Und deshalb müssen wir jetzt halt ein bisschen questen. Und ja, heute Abend gibt es ja dieses Event vom einjährigen Blisses Clan bestehen. Und alle sind natürlich gerne eingeladen, so ab 19 Uhr mal in den Livestream zu schauen. Das Event ist dann um 22:30 Uhr, also es geht noch ein bisschen. Hier ist gerade einer. Ich schau mal kurz die Spieler an, die hier zocken. Was das für Leute sind, die kenne ich gar nicht. Wo ist er jetzt gewesen? Ist einfach weg. Ist er gestorben? Er könnte gestorben sein. Der war gerade hier, habe ich gesehen. Oder? Ja, da ist irgendwo. Er ist ein anderer. Das ist der Jäger, ja. Ja, der Jäger. Der Jäger, der ist immer bei mir hinten gewesen. Hat mir dann auch einen Bonze. Also was eigentlich NGD macht, ist ein Spiel mit Singleplayer im Multiplayer machen. Das ist einfach so, es geht gar nicht, dass man hier nicht leveln kann. Wenn ein oder zwei Personen leveln. Jetzt sind drei weg und es ist schon wieder ein bisschen friedlicher, aber ja, alle Monster waren immer weg. Das finde ich einfach doof. Die müssen das anpassen. Das geht nicht anders. Das ist zwingend nötig. Aber im Discord-Server kann man keine Suckerschen schreiben. Oder man kann schreiben, aber sie werden ignoriert. Finde ich doof. Ich werde es nochmal hinschreiben. Ah, da ist ein anderer. Okay. Das ist ein Barbar. Eine Barbarin. Und hier ein Schütze. Okay. Drei haben wir noch, aber fünf waren hier noch mit mir. So, ja. Ich dazu gezählt. Ja, leider nicht so viel gefunden. Ich habe jetzt zwei Level wirklich hier gelevelt, ohne zu questen. Und ja, der Bogen ist eigentlich der beste, was ich gefunden habe. Aber ich habe die zwei Ringe des Blitzes genommen vom Baba. Und ja. Geht eigentlich schon so langsam vorwärts. Also ich habe ja 12 Levels gemacht und dann ein bisschen weniger, glaube ich 4. Und jetzt heute bin ich schon sehr lange am Zocken und habe sicher ungefähr 6, 7 Levels gemacht. Ich glaube, es waren 7 Levels. Ich habe bis Level 28 gestern gemacht und heute 28 bis 35. Und ja, dann Hallu und Torque gemacht mit einem, ja, dem Motherfucker, den wir da, also ohne C, haben wir da, hat mir da geholfen, gleich, oder? Ich wollte eigentlich eine Aufnahme machen, aber ja, ihr kennt es ja, wie es so ist. So random die Sachen, dann macht man das natürlich gerne schon. Weil man wird einfach nicht mehr geholfen. Also wenn man das jetzt in den öffentlichen Chat schreibt, hier in Alesius, man bekommt eigentlich kein, ja, ich komme kurz, eine Minute oder so und helfe dir. Nee, es wird einfach nicht mehr geholfen. Es wird nur noch in einem Clan geholfen, der eure Sprache spricht und ja, ist doof. Regnum ist halt wirklich kein Singleplayer-Spiel, aber die Entwickler wollen das so, dass viele Singleplayer, also viel halt, im Singleplayer nicht geht, aber Singleplayer-technisch aufgebaut ist. Man muss doch nicht gezwungen werden, irgendwelche Bosse zu erledigen, wo mehr Spieler benötigen. Oder eben hochlevelige Spieler, die einem helfen. Finde ich doof, also. Ja, Regner. Ich denke, wenn ein Spiel erscheint, das RVR, offenes RVR hat, wenn alle Spieler dorthin und nicht mehr Regnum spielen. Weil Regnum ist halt einfach mega low. Also, ja, der Rollenspiel-Aspekt ist eigentlich mega low. Und halt langsam. Das Spiel müsste schon lange schneller sein. Einfach alles ein bisschen schneller sein. Ich mach kurz noch ein bisschen. Was soll ich machen? So, ein bisschen höher stellen. So. Mal kurz schauen, ob ich hier.
Naja, ich habe, glaube ich, die Lautstärke ein bisschen runtergestellt von der Musik. Deshalb bin ich gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Also mein Herz wieder leiser ist. Ja, ich sollte unbedingt Tarnung jetzt hören. Stufen, aber ich glaube, nee, sie ist hier noch nicht. Das Problem ist, ich kann sonst jetzt nichts killen. 3 Sekunden absolute Ausweichchance. Auf Level 5 würde es vielleicht schon genügend lang sein, aber. Ja, unbedingt hier noch weiter. Es ist so vererbte Leichtigkeit. Ja, agile werden wir nicht, aber die Geschicklichkeit geht auch. Ja, also, wenn jetzt Tarnung Stufe 2 ist, hat es 45 Sekunden. Das war Stufe 1. War nicht Stufe 1 45 Sekunden? Beendet das bei Stufe 2 gar nicht. Oder war 30 Sekunden? Keine Ahnung, aber ich habe gedacht, ich habe gemerkt, oder 25, glaube ich, und nicht 45. Ja, also, die Quests nehmen wir erst am Schluss dann an. Ja, wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir jetzt in die Warzone gehen, aber wir kennen ja sowieso nicht so gut ist. Also, die meisten Spieler halt nicht. Ach komm. Also, heute bin ich schon ein bisschen genervt von den Games. SimCity 4-Aufnahme hat ein bisschen Probleme gemacht mit der Steuerung. Und jetzt halt einfach so ein bisschen die Probleme mit dem. Ja, Pferd. Ganze Zeit Pferd benutzen und dann geht's längere Zeit nicht. Oder man fällt runter, bekommt 6 Schaden. Finde ich lustig, wenn man so ein bisschen halben Meter runter fällt, so schon 6 Schaden bekommt und dann lange Zeit gestunt ist und warten muss und dann das Pferd auch nicht reagiert. Ja, das sind so Sachen, die müssen in einem Spiel einfach schneller sein, damit das Spiel nicht Langeweile verbreitet. Aber ich denke so, wenn die, ja, Leute mit Level 60 in meinem Gebiet dort unten, eisigen in den Waldes, kommen und mir die Gegner wegschnappen mit Level 60, dann ist das ein Zeichen von strenger Langeweile bei den Argentiniern. Also, die Deutschen sind jetzt nicht unbedingt so und die kann ich ja auch denken, oder die Engländer, aber die Spanier, mit den Spaniern kann ich mich gar nicht verständigen, weil die gar kein Deutsch können. Das sind so irgendwelche Leute, die wahrscheinlich vom Game bezahlt werden, damit sie zocken. Aber was die für Scheiße machen, nur weil es ihnen langweilig ist, haben die keine anderen Games, die sie spielen können, wenn direkt nur langweilig ist. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht supporten sie so extrem halt die Entwickler, weil sie aus Argentinien kommen. Wird ja in der Schweiz auch mit Transport Fever gemacht und Transport Fever 2. Und so. Es tun halt viele unterstützen Entwickler, aber einfach auf nervige Art und Weise. Und einfach nur mit Geld, mit Kickstarter oder so. Keine Ahnung. Aber eben Regnum-Entwickler machen gar nichts. Man tut irgendwas sagen, ja, es gibt diesen Bug und ja, da hat man dort und dort falsch an, zum Beispiel habe ich eingesetzt. Nö, das sind keine Bugs, das sind Features. Die haben wir extra eingestellt, damit die ja, Spieler extrem genervt sind. Aber so kleine Abkürzungen über Treppenzeiten oder so darf man nicht machen. Und in Melekeethi, das ist hier bei Ignis, kann man sogar über eine Treppe runterlaufen und bekommt Schaden. Also, obwohl man die Treppe stufenweise runterläuft. Also, es ist hier gar nicht eine Treppe, es ist nur schräg, weil die Animationen gar fehlen von den Treppen. Die zacken. Und bekommt einfach Fallschaden. Ohne nix. Und das ist natürlich kein Bug. Nö. Bugs sind alles, was die Entwickler nicht vorgesehen haben. Also es kann ein Grafikfehler sein, ist auch ein Bug. Alles Mögliche. Ja, man sagt ja im Englischen sogar Grafik-Bug. Man sagt nicht Grafik-Mistake. Und deshalb, ja, es sind alles Bugs. Aber die Entwickler so, nö, das sind keine Bugs, die fixen wir nicht. Wieso sollten wir so etwas fixen? Also ich hoffe, sie fixen es, was ich jetzt eingesendet habe. Aber so Bugs, da muss ich ja halt echt ein bisschen vor, also ich bin ja
Beta-Test in vielen Games schon gewesen und bin es immer noch. Und da muss ich einfach ein bisschen mehr analysieren, bevor ich das absende. Und die Entwickler wissen ganz genau, dass das Spiel verbuggt ist. Die müssen mal etwas selber auch machen, suchen. Aber eben, sie machen überhaupt nicht. Was sie machen, sind so PvP-Zonen, wie die keiner nutzen wird. Also diese Insel hier rechts machen sie jetzt ab Level 60 dann bald. Aber damit Level 5er auch eine Chance haben gegen Level 60er. Das stimmt gar nicht, weil ja die Items haben, die besser sind, die Level 60er. Also es ist völlig unnötig, was sie machen. Auch der Boss überarbeiten auf der Hauptinsel, auf der Mittelinsel. Nö. Solche Sachen, die kein Schwein braucht. Also lieber ein neuer Boss einfügen oder die Insel mal drei teilen, die Mittelinsel. Und dann drei Bosse machen, damit man auch wechseln kann und auch mal, ja, drankommt, oder? Wenn man dort ist, kann man längere Zeit nicht drankommen, bis endlich mal das Erdbeben wiederkommt. Ja, das muss man mal bei Sentinels noch nachschauen, wann die Bosse sind. Das kann man, glaube ich, gar nicht. Das ist der Mittelboss, kann man, glaube ich, gar nicht nachschauen. Naja. Aber die Gilde hilft extrem. Also ich kann eigentlich jetzt jederzeit irgendwas fragen. Und die wissen es, die sind Profis. Also viele davon sind Profis. Und sind eigentlich auch viele online schon. Ja, das ist Anonymous online. Hinterhand, Jarox, Nougatknödel, schlafen, da schläft immer, und der Nougatknödel ist zum Fressen da. Nein, Xerox, ja, sind nicht mehr so viele online. Aber für diese Uhrzeit, also die meisten sind immer so 20 Uhr bis 22 Uhr online. Ja, heute noch ein bisschen länger natürlich, zum Glück ist es Wochenende. Und eben das Event. Jo, jetzt schauen wir nochmal kurz. Zeitlich ist natürlich noch nicht so viel Ding. Das ist der Aronimus. Der ist auch normal, okay. Ja, der hatte, glaube ich, den Feuergeist gemacht, genau. Also, wo wollen wir jetzt hin? Nach Birka. Ja. Sonst haben wir nicht viel. Geisterschlachten sind noch ein bisschen schwer. Und ja, hier unten sind sie noch gelb. Das Blöde ist, das Pet hält nicht viel aus noch. Der Grizzlybär vom Jäger. Aber ich glaube, die Grizzlybären sind schon die besten. Nur sind sie natürlich nicht gerade so zäh, damit man die ganze Zeit Monster angreifen kann. Ja. Ich habe irgendwie Lust, ohne Bären, also ohne Pet zu spielen, zu leveln, aber ne, eher dann in der Warzone. Ich brauche unbedingt Kohle. Kann man immer nur zu zweit oder zu viert einsammeln. Aber auch muss ich immer wieder haben. Sehe ich gar nicht. Ich würde gerne noch ein paar Gestahne, bitte. Weil ich habe jetzt schon wieder heute alleine. Ich tue jeden Tag um 22 Uhr wechseln, wenn ich gerade nicht so viel zu tun habe. Nach der Warzone. Immer die lagern in der Kiste. Und jetzt habe ich ungefähr so ja, 520 insgesamt. Und jetzt ist die Motivation natürlich schon gestiegen, nochmals zu sammeln. Aber das mache ich natürlich immer außerhalb von den Aufnahmen. Jetzt ist gerade eine Aufnahme, die nicht so viel bietet, außer herumlaufen, ein bisschen suchen und questen. Tut mir leid, aber eben das steigt dann mit den Warzone-Schlachten immens von der, ja, von der Lust. Also unter Action und spannendere Videos.
Gut. Da haben wir noch einen Schatz. Ich finde das eine gute Einnahmequelle. Die beste Einnahmequelle, die man hat. Ja, okay, Monster kloppen und verkaufen die Gegenstände, das ist natürlich noch schon ein bisschen mehr. Aber ich habe jetzt auch mehr als genug. Ja, schaut her, 669. Das werde ich wahrscheinlich nie ausgeben können. Ja, dieses Holz zum Craften fehlt mir halt einfach. Also ich habe schon so ein bisschen genommen und hierher gebracht, aber ich will sie noch nicht ausgeben. Erst wenn ich bessere Pläne habe. So mit Level 40 gebe ich dann aus. Aber dann sind sie wieder zu low-level, ja. Nicht so gut gemachtes Craft. Und der fliegende Stein sagt wieder Hallo. Na du? Geht's dir gut? Scheinbar freut's ihm, dass er fliegen kann. Ja, und jetzt, wenn ich dann bald einen Bildschirm habe, gibt's dann auch natürlich noch mehr Livestreams. Aber ja, auf YouTube schaut eigentlich nicht, schauen nicht so viele Livestreams. Wahrscheinlich einfach wegen den Videos, die dann kommen. Das ist einfach das im Video dann schnell schauen, weil die Bindung noch nicht so gut ist. Also ihr dürft gerne mich unterstützen. Und dadurch auch ein bisschen mich supporten beim Livestreaming und so. Weil ich brauche es halt einfach. Es ist momentan nicht so spannend genügend, jetzt das immer weiter zu machen, wenn nicht so viel passiert. Bin leider schon ein bisschen demotiviert, so viele Aufnahmen zu produzieren. Und hat immer die Zeit auch ein bisschen knapp zu haben. Sonst muss ich dann wirklich eventuell mal sagen, nee, es geht nicht mehr, die Zeit wird einfach zu knapp. Ich muss auch auf meine Gesundheit achten und so. Also mehr Sport machen können. Und dann halt wieder aufhören. Dann muss ich natürlich den mühsam alle wieder anlocken. Und ja, YouTube ist ein sehr schwerer Beruf. Vor allem, wenn man nicht Werbung macht. Also nicht mit Werbung kann man eigentlich kaum wachsen. Und deshalb brauche ich jede Unterstützung. Aber es ist alles freiwillig. Ihr dürft natürlich auch gerne nur sehr wenig bei mir reinschauen oder so. Egal wie. Aber ja, es ist einfach zum Sagen so langsam, weil sonst passiert nichts. Dass ich einfach in den Videos manchmal halt ein bisschen sagen muss. Ja, mach doch bitte das bisschen. Mach das nicht gerne, ich weiß. Weil es natürlich mich auch stört, wenn die Let's Player und Livestreamer die ganze Zeit Werbung machen. Aber gut, ist nun mal so. Schade ist hier gerade kein Gestein. Ja, ein Kohlenerzen haben wir. Ja, doch, ein Gestein haben wir gefunden. Magnetstück 1. Zwei Gesteine mit Magnet. Sehr gut. Ja, mit der Wohnung geht's voran. Also am Mittwoch habe ich Besichtigung, weil es halt nicht geklappt hat mit den Leuten dort. Also die Makler und die Bewohner haben leider keine Zeit heute gehabt. Ja, das ist eine blöde Zeit, um 3:45 nachmittags. Muss ich schauen dann am 11. So, ein Knochenstock und einen präzisen Bogen. Ne, Kampfbogen. Ja, Kampfbogen. So. Okay, da ist die Quest. Sonst habe ich keine Quest mehr. An Gokstadt waren auch keine Questgeber. So langsam gehen mir die Quests wieder aus. Ach, nicht schon wieder nach Gokstadt, bitte. Wir gehen kurz nach Hauptstadt noch. Weil jetzt leveln kann ich nicht. Raus in die Warzone möchte ich eigentlich nicht so. Ah ja, zum Jägertrainer, genau. Könnt ihr also langsam ein bisschen Rollenspiel machen, aber ja, mit der Gilde macht es natürlich schon viel mehr Spaß dann. Lieber noch ein bisschen vorwärts machen mit dem Leveln und dann mit der Gilde Rollenplay machen. Vielleicht macht ja jemand mal mitreden. Ich könnte auch mal eine Aufnahme mit TS3 machen. Mal schauen, was die so reden.
Ja, es ist weiterhin hier. Ah, wir haben das schon gemacht, das Level, genau. Oh. Ich wissen müssen. Das Level skillen. Hast du etwas Besseres? Nee. Müsste schon irgendwie, ja, 35 sein. 63 ist 83. Ich glaube, ich mache wieder Langbogen und skille um. Und das ist mir zu nervig. Oh, große Entkäufe. Wenn man so etwas belohnt wird, wenn man 100.000 ausgibt. Entwickler ist halt einfach zu gierig nach Geld. Boah, das ist aber ein schöner Bogen. Nicht schlecht. Sieht nicht aus wie eine Axt. Okay. Dann mal ein bisschen wichtiges Kinn. Ja, ich kann so nicht. Ah, Entwickler. Wieso darf man nicht chatten während dem Crafting und während dem Umskillen? Also unbedingt natürlich für alle Punkte. Ja, ganz knapp nicht. Also bestialische Zone ist sehr wichtig. Dann hier Training. Panzerung, ja, Schutz ist jetzt nicht so gut. Unbedingt wiederbeleben auch. Und dann alles sparen sonst. Ja, ich muss schauen, weil ich brauche Tarnung, das ist wichtig. Machen wir bis in Tarnung. Ja, brauchen wir nicht. Ist Kaltblut bitte. Tarnung, bitte. Dann haben wir noch 7 Punkte. Soll ich nur verstrickte Pfeil verwenden? Ja, Punktschuss ist kurz. Ja, unbedingt Manöver, auch wenn es nicht so viel bringt. Geschicklichkeit plus 20. Ja, gut. Dann hat leider nicht verstrickte Pfeil. Machen wir noch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. So. So, jetzt haben wir hier Schädelbohrung, Manöver. Tarnung natürlich. Kaltblut. Sänftige Kreatur. Kannst du heilen? Nein, nicht wegmachen das. Ja. Machen wir das so. Jetzt haben wir alles, hä? Okay. Ach, sieht geil aus mit dem Bogen. Kein einziger Mensch im Real Life würde so einen Bogen machen. Ja, zum Zuschlagen eventuell schon, aber das würde so schwer sein. Das sieht einfach geil aus. Ah, die Eva spielt auch viel, aber die levelt. Hä? Die hat jetzt Sicherung für 5 Tage hintereinander mit mir geschossen. Also immer in den Ärger gewesen in den Städten und so. Und die hat nie gelevelt. Was spielt die dann? Die war mit dem Hexenmeister schon so um dieses Level. Ja, manche Spieler haben irgendwie nichts vor, spielen einfach irgendwie, ja, völlig Langeweile. Aber haben nichts vor, leveln nicht, machen nichts. Keine Ahnung. Ja, dann müssen wir nach Guckstadt. Langsam
langsam an den Strand gehen. Nee, ich kann doch nicht gut leveln. Die sind noch gelb. Ja, bis Level 38. 39 sind die noch gelb, die Captains. Die leichtesten Gegner dort. Muss warten, bis es wieder frei ist und dann wieder leveln. Aber es geht jetzt auch besser mit dem langen Bogen. Viel schneller killen. Einfach langsamer Angriffsgeschwindigkeit, aber. Ja, Geschicklichkeitsbuff ist besser als Angriffsgeschwindigkeitsbuff. Aber momentan ist der Kurzbogen noch ein bisschen überlegen wegen der. Ja, wegen dem ziemlich gleichen Schaden zu langen Bögen. Nicht mal in der Angriffsgeschwindigkeit. Aber ich denke, es geht eigentlich relativ gut jetzt mit diesem langen Bogen. Der ist schon viel stärker, habe ich das Gefühl. Also 6 plus 6 Blitzschaden ist viel schlechter als plus 10 physische Schaden, weil wir machen ja physische Schaden. Aber es ist ja nicht multiplikativ, es ist fest. Und deshalb kann man damit jetzt, ja, machen wir einfach 4 mehr Schaden fertig. Aber die Angriffsgeschwindigkeit ist normal, oder? Ach doch, langsam. Naja, ist egal, ich hätte einfach keine Kurzbogen verwenden müssen, wegen der Reichweite auch. Ist ein 35er Bogen? Nein, 30, schade. Die Entwickler sind so böse. Aber den Skin könnte ich sogar verwenden. Und die Leute sind immer AFK, ständig beim Magneten suchen AFK. Den langweilt das genauso wie mich. Das blöde Magneten suchen. Es ist so random und einfach viel zu wenig Ausbeute, wenn andere Spieler auch noch suchen. Also wenn andere unterwegs seid, macht es nicht. Es langweilt euch dann zu sehr, wenn einfach nichts spawnt. Ich glaube, die Gebiete müssen wirklich frei von Spielern sein, damit ihr das spawnt. Das ist auch ein bisschen schlecht gemacht. Ja, okay, ich bin ein bisschen viel am Kritisieren jetzt momentan direkt, ne? Aber das ist auch in der Spielzeit, also ich fühle mich halt echt schon ein bisschen bored, so viel zu zocken. Aber das mache ich gerne. Das ist kein Problem. Und deswegen aufzuhören oder so, ne. Ich habe die Motivation eigentlich schon, richtig coolen Content zu zeigen für euch. Aber ihr müsst halt auch Motivation haben, das Video immer zu schauen, längere Zeit. Das ist natürlich schon nicht so gut, wenn die Dauer unter einer Minute oder so sind, wie die Leute einschalten. Also die allgemeine Dauer ist meistens so unter einer Minute. Die Videos werden einfach kaum geschaut. Da werde ich halt nicht größer. Finde ich schade, aber gut. Die Leute werden bei mir ja nicht gezwungen. Es gibt viele Livestreamer und Let's Player, die ein bisschen die Spieler, also die Zuschauer, stressen mit, ja, like doch bitte und so Sachen. Das mache ich nicht. Also, wenn dann eben ein bisschen sagen, ja, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen, aber mehr nicht. Und so lasse ich es auch. Ich muss nicht wachsen. Also, ich muss noch nicht wachsen. Das kommt dann automatisch. Und dann, wenn ich auch mehr Zuschauer habe, mache ich sogar weniger. Weil ich weiß dann, die Leute machen das automatisch. Aber solange man jetzt noch nicht so lange livestreamt und Let's Played hat, hat man einfach die Bindung der Zuschauer noch nicht. Und die muss her. Deshalb ist es mir schon wichtig, dass man halt auch ein bisschen etwas sagt. Aber nicht nerven. Heutzutage wird halt viel zu viel genervt und anscheinend bei mir hat die Leute auch nicht extra der Anfang und das Ende. Und ja, vor allem im Kampf finde ich schade. Ist leider so. YouTube ist einfach gemein. Und Twitch leider auch. Twitch ändert ja immer ständig das Dashboard. Momentan ist es wieder blöd, das Dashboard, und dann muss ich wieder warten, bis es wieder gut ist für mein, ja, vor allem ein Bildschirmproblem und so. Naja. Und eventuell werde ich halt dann mal wieder live streamen auf Twitch. Aber
ich denke eher nicht. YouTube ist auch gut zum Livestream. Also jetzt sind wir fertig. Level 35. Ja, 35% oder so. Ja, 30%. Steht leider nicht eine Prozentangabe. Ja, jetzt einfach mal schauen, dass ich noch leveln kann bis am Abend, bis der Livestream beginnt. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ah ja, das Wasser musste ich runterstehen. Das backt, das soll Linien zu sehen sind übrigens. Deshalb habe ich das weggemacht. Jetzt sieht das Bild auch schöner aus. Und ja, ein bisschen die INI-Datei habe ich noch geändert. Sieht ein bisschen schöner aus. Texturen sind ein bisschen höher qualitativ. Ja, da hat es immer noch Linien. Na, ja, es ist halt pixelig. Die Charaktermodelle sind nicht so hoch aufgelöst, vor allem die Pferdemodelle. Aber dennoch, ich finde die Grafik einfach schön. Ich liebe so Grafik mehr als ja, so eine extrem overmoderne Hightech-Grafik. Gut, dann ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!